Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Sick Enterprises. Ich bin Ishma und ich darf heute im Studio begrüßen zwei wunderliche, sehr sympathische Stargäste, die auch gleichzeitig das Urgestein dieses Channels sind. Hi. Hallo. Hallo, Freunde, und schön, dass ihr heute da seid und wir random talken können. Oh, über danke. Random Shit. Ja. Hat ja schon voll. Weißt du, was mir auffällt? Er ist das erste Mal hier und macht das Intro. Was, das hier hat hier voll unser Hallo. Übrigens, Premiere, ich genau. Ich bin der Showmaster. Möchte man mal so anmerken, denn er ist das erste Mal dabei. Wir haben ihn in unseren Random-Kreis aufgenommen. Okay. Also in den, wir haben ihn lang genug bezirzt, dass er nun endlich mitmacht. Lange hat er sich geweigert. Ja, wir mussten ihn ja erstmal ausbilden. Er ist ja quasi wie ein Padawan gewesen. Und jetzt, er ist ein Jüngling gewesen und jetzt ist er ein Padawan und darf auch mal bei den Großen mitmachen und sich beweisen. Wenn er es gut macht, dann wird er vielleicht irgendwann auch mal ein Jedi. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir nicht verschweigen, was es insgesamt heute auch schon wieder für ein Gestell war. Oh, das Ganze wieder zu starten. Das möchte... Ich möchte es nicht anmerken. Und das Tolle ist, wenn ich mit dem Arvid einen Random Talk mache, dann sage ich, wir machen einen Random Talk und dann treffen wir uns. Gut, er braucht manchmal 20 Minuten, um einzutreffen. Aber wenn wir da sind, dann nehmen wir immer direkt einfach auf. Und ohne, dass da irgendwelche, das Elite des Tages spielen, das bla 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 bla. Ja, es war noch nicht mal klar, was wir überhaupt aufnehmen. Zudem warst du ja das große Problem. Dort, wo wir schon längst eineinhalb Stunden aufgenommen hätten können, warst du dann plötzlich einfach weg. Du warst noch im Channel, konntest uns die ganze Zeit hören, dass wir bereit sind. Und du bist ja, weil ich gesagt habe, wenn ihr noch einmal so einen blöden Scheiß erzählt. Ja, aber du weißt doch genau, dass wir dich so gerne einfach verarschen, weil du lässt dich so gut verarschen, das ist einfach so einfach. Übrigens, einfach. Weil einfach, ich lasse mich nicht verarschen, ich bin schnell gereizt. Ishmael, willst du mir erzählen, dass du... Das sagst du mir. Willst du mir erzählen, dass du jetzt schon deine Snacks verpulverst? Ja. Ich hab nur ganz Snacks bereitgelegt. So, also. Ich hoffe, du hast mehr als... Ich habe mir Snacks bereitgelegt. Liegt einfach so eine Frau in seinem Zimmer. Vor allem, das Mikro ist ja relativ empfindlich. Oh Mann. Diese Vorstellung. Und das Schlimme ist, es ist ja sogar wahr. Ja. Das Mikro ist halt ein bisschen empfindlich und derjenige, der das schneiden wird, ich will keinen Namen nennen, wird einige Probleme damit haben, mein Crunchen zu hören. Ach ja. Es lohnt sich. Apropos Mikro, ich habe jetzt tatsächlich das gleiche Mikro wie du, das ich mir seit heute habe ich das. Und ich muss sagen, der Plopschutz, den ich dazu gekauft habe, hat sich bereits gelohnt. Plopschutz? Plop-Pop, was Plop-Schutz. Mann. Ah, kann man auch verwechseln. Nee. Darf man nicht. Es ist nicht gestattet. Es ist nicht gestattet. So, wir haben die 5-Minuten-Marke bereits geknackt. Ohne okay, das war's. Auf Wiedersehen. Die 5 Minuten, bei mir sind's 4. Bei mir sind es 3. Ah gut, ich nehme auch schon ein bisschen länger auf, tatsächlich. Obwohl. Wie du mit dir selbst jetzt auch 4. Jetzt. Aha. So ungefähr. Seit 4 Minuten 7. 10. 11. 13. Egal. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt. Ich hab. Warum? Warum was? Warum tun sie das? Heute gehört, es soll einen neuen Ghostbusters-Film geben. Und dann dachte ich erstmal, boah, fesch, wenn der irgendwie ganz witzig wird, ist es fesch. Dann habe ich festgestellt, dass sie. Nichts, also keine Ahnung. Irgendwie meinen sie jetzt so fresh. Ja. Moment, ich muss jetzt überlegen, wie ich das ausdrücke, ohne frauenfeindlich zu wirken. Weil es ist ein Team aus Frauen. Oh. Und ich weiß nicht, ob das so. Das ist dann so, hey, wir sind super witzig und super Dings, so wie dieser Cop-Film mit dieser einen Dicken aus Mike and Molly und der anderen Taffen. Und die dann so, yeah, wir sind voll die coolen Cops und machen witzige Scheiße.
und so. Irgendwie, dafür gibt's eine, was Cops halt zu so tun, ne? Zum Beispiel Schwarze abschießen. Das ist nämlich ja aus der Realität gegriffen da in Amerika. Dafür gibt's. Und es gibt jetzt auch so einen komischen, superkritischen, High-End-Nazi-verhassenden Film. Wie heißt der nochmal? Heil. Kennt ihr den? Heil? Kennt ihr den Trailer? Das ist so voll der gesellschaftskritische Film, also der in Deutschland halt produziert wurde. Okay. Dann so über Neonazis und Shit irgendwie. Ja. Also um nochmal auf deine Ghostbusters-Geschichte dazu kommen, um jetzt nicht abzuschweifen. Wer würde das hier habe ich schon also, über Käsesendung mit frisch. Nein, das stopp. Kommt doch erst am Ende. Stopp. Also, ich bin relativ zwiegespalten, vor allem in der jüngsten Zeit, was Reboots angeht. Zum einen finde ich Reboots schön, siehe Mad Max Fury Road. Zum anderen finde ich Reboots scheiße, siehe Jurassic World. Und noch 100.000 andere Beispiele. Ich muss gerade überlegen, Jurassic World ist denn noch so scheiße? Soll ganz gut sein. Der habe ich auch gehört. Also nicht so gut wie der ursprüngliche Jurassic Park, aber er soll nicht so scheiße sein wie der ganze Rest. Naja, ich meine, irgendwie war ich aber auch nie ein Fan von Jurassic Park, von daher habe ich den vielleicht war deswegen nicht so. Das kann natürlich sein. Weiß nicht. Steven Spielberg ist in letzter Zeit sowieso so ein bisschen. Ja. Wunderlich. Ich hänge. Ja. Ich hänge eh hinterher, muss ich sagen. Hat Steven Spielberg den überhaupt gemacht? Produziert. Der produziert nur noch, der Spaß. Produzenten sind die am wenigsten arbeitenden Leute an einem Film, weil sie da nur Geld reinstecken. Mehr ja, ist so. Er selbst sagt so. Ganz ehrlich, ja, dann sagen sie immer okay. So groß, ja, produziert von Steven Spielberg oder produziert von Ridley Scott. Boah, Halo Nightfall. Produziert von Ridley Scott und seinem tollen Studio von Spacen, die nichts können. Und ja. Hey, wir machen diese CGI-Elite, damit das aussieht als... Oh Gott. Ich hab mir sind wir hier in diesem fucking Studio, was wir auch tatsächlich sind? Wir enthalten den Zuschauern nichts. Sie sollen ruhig wissen, dass wir im Studio sind. Keine Ahnung, da so in ihrem Konferenzraum sitzen, ja. Steven sitzt so vorne, so bei seinem Empire, ja. Und dann überlegen die so, was die jetzt halt für Filme machen. Und dann so, hey, wir haben da auch noch Halo Nightfall. Und dann kommt so ein Azubi rein, bringt ihm gerade einen Kaffee und dann so, hast du Bock mal was zu machen? Und dann darf er Halo Nightfall machen. Nee, der kommt gerade mit dem Kaffee rein. Dann fragen die, hast du Bock noch was zu machen? Und dann sagt er, eigentlich bin ich noch damit beschäftigt, den nächsten Patch für die Master Chief Collection zu machen. Okay, du bist eingestellt. So ähnlich muss das da gelaufen sein. Seitdem, hier hast du deine Schauspieler, da haben sie so einen Hobo von der Straße deswegen genommen. Kommt auch und nicht Mike Coulter. Deswegen kommt kein Ding-Patch mehr, kein Halo Wars-Patch. Weil sie den einen Kerl, der Halo Wars durchgeht, irgendwie random, was sich ein HP für die Marines gepatcht hat, den haben sie abgestellt für die Master Chief Collection. Naja, wie das letztendlich bei Jurassic World dann lief, die haben ohne Steven Spielberg zu fragen, diese Marke genommen und Jurassic World produziert. Der Film war dann fertig, dann haben sie Steven Spielberg eingeladen, um seinen Segen zu holen. Und dann hat er geguckt, bis zum ersten Mal das Logo zu sehen ist. Dann hat er gesagt, das Logo ist aber schön. Und dann haben sie den Film rausgebracht. Also, angeblich haben sie aber 10 Jahre an dem Script und Shit und allem möglichen gearbeitet. Ja, ja. Ich dachte, das wäre nur so ein plumper Actionstreifen. Habt ihr beide den Film nicht gesehen? Nee. Also, ich werde nicht spoilern, aber ich sage euch. Es muss ein 3-Jähriger gewesen sein, der 10 Jahre an diesem Script gearbeitet hat. Weil dieses Script... Wow. Ist er jetzt noch 3 oder ist er vor 10 Jahren 3? Der war vor 10 Jahren 3, jetzt ist er 13. Ich meine, seriously. Dieses Skript hätte ich mir darum, in einem Monat überlegen können. Dass die auf der Insel sind wieder und dann ja. Ist so voll krass. Und dann kommt dieser genmanipulierte Dino, warum auch immer man einen genmanipulierten Super-Dino entwickeln muss. Ja, ja, whatever. Genau das ist es nämlich. Das ist wieder so behaftet aus dem Trailer, von einfach von totaler Sinnlosigkeit. Es ist in 2 Minuten erklärt. Gut, Mad Max war auch in 2 Minuten erklärt. Es geht um Mad Max, da ist Sand und da sind LKWs. Aber der war cool. Das sah nämlich cool aus. Und Jurassic World, da ist diese Insel, da sind viele Dinos, da ist ein böser Oberdino
Oberdino fängt an, alles platt zu machen. Da sind zwei super nervende Jungen. Alle anderen Schauspieler sind auch flach wie Scheiße. Und dann wird alles zerstört. Ja, genau, das war's. Ist das CGI denn gut? Naja, ja. Effekte. Also gut, wenn ich auf der einen Seite sage, ja, für 2015 sind das halt Dinos. Es sind halt nur Dinos. Mehr passiert da auch nicht. Da passiert actionmäßig nicht viel anderes. Und die haben einmal so eine Glaskugel. Yes. Mit denen sie über die Wiese heizen können. Aber das, seriously, das ist... Na, keine. Also die haben dieses Reboot so ernst genommen. Genau. Dass sie gesagt haben, ja, wir machen es genauso wie Jurassic Park. Und es ist tatsächlich genauso wie Jurassic Park. Es sind Dinos und auch die alten Effekte. Oh Mann. Egal, ich bin momentan filmemäßig total hinterher. Ich habe nicht auch immer noch nicht Fury Road. Die furiose Straße. gesehen. Mit Tom Hardy. Mit Tom, kenne ich gar nicht. Was ein ziemlich cooler Schauspieler ist, muss ich sagen. Obwohl ja, Mad Max in dem Film, glaube ich, 3 Wörter gesprochen hat. Oh. Krass. Und wahrscheinlich waren das auch nur Sachen wie aber, Shit. Das hat aber sein Charme von diesem Charakter Mad Max irgendwie ausgemacht, weil der hatte diese unendlich tiefe Stimme wie so ein Höhlenmensch und saß, vor allem es kam so vor, als wäre Mad Max, obwohl der Film nach fucking ihm benannt ist, er nur so ein Nebencharakter die ganze Zeit sitzt da hinten in diesem LKW drin. Sie werden verfolgt von Shit und gitarrenspielenden nackten Typen, die auf einem Laster stehen und überall ja, er sitzt da. Aber ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat gesagt, oh, nicht gut. Oh Mann. So eine Scheiße. Irgendwie, I'm tired of the same old phrases. The same old things. Wusstet ihr übrigens, gestern, ne, da haben wir darüber geredet, und dann gibt's ja neben Arni noch Dings hier. Sylvester Stallone? Genau, Sylvester Stallone. Silvester. Die sitzt so in der kleinen Schublade. Und dann, ohne Spaß, ich gehe gestern runter, weil ich noch den ganzen Tag nichts gegessen hatte, um dann noch um 22 Uhr, weil ich am Montag stumpf war, zu kochen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und nebenbei schalte ich halt den Fernseher mal ein, was ich eigentlich nie mache. Und dann läuft, ohne Spaß, so ein alter, schlechter Sylvester Stallone-Film. Oh Mann. Von dem ich noch nie gehört hatte. Aber es war einfach... Aber das fand ich auch lustig, als ich meinen neuen Fernseher bekommen habe. Dann wollte ich ihn direkt mal austesten, hab angemacht. Und was kam direkt? Ich glaube Rambo 2 oder 3. Nice. Na egal, was ich auch noch sagen wollte, um mal so die Schlaufe wieder zu Ende zu ziehen. Eddie Murphy. Ich finde, Eddie Murphy kann man mittlerweile als Verb verwenden für irgend so einen unglaublich jemanden, der krankhaft versucht, auf lustig zu machen. Aber zumindest, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, dessen Humor der trifft, aber... Scheiße, Mann, ich finde ihn so unlustig. Eddie Murphy, zwei Sachen. Diesbezüglich. Erstens, wann hat denn Eddie Murphy das letzte Mal etwas gemacht, von dem die Menschheit auch mitgekriegt hat? Ja, Gott sei Dank. Gemacht hat? Und zweitens muss ich sagen, er hat das, was er zuletzt gemacht hat, war echt nicht schön, aber auf dem Thron sitzt unangefochten der jahrelange Champion Adam Sandler. Moment, ich will noch was zu Eddie Murphy sagen. Was denn? Eddie Murphy war früher, bevor der die Filme gemacht hat, Stand-Up-Comedian. Und Sänger. Und das war verdammt lustig. Er war Sänger. Was und dann war der letztens nochmal irgendwie bei so einer krassen, boah, ich weiß gar nicht mehr welches das war, bei irgendeiner amerikanischen Stand-Up-Comedy-Sache und bla und bla und bla. Und alle haben gedacht, Alter, der ist seit 15 Jahren hier nicht aufgetreten. Hoffentlich bringt er jetzt was Geiles. Was macht er? Er geht einfach auf die Bühne und sagt, hey, ja, hi, was geht und so, ne, lächelt dumm. Oh Mann. Und dann meint er nur so, ja, ich wusste jetzt gar nicht, dass ich irgendwie was machen sollte. Und dann geht's in die Werbung und er ist wieder von der Bühne runter. Was? Nein. So richtig, alle erwarten so, ja. Und dann kommt einfach gar nichts. Oh Mann. Richtig. Hölle. Nee, aber ich muss sagen, vor allem jetzt, wo ich Jurassic World geguckt habe, lief vorher der Trailer zu Pixels, in dem Adam Sandler die Hauptrolle wieder mal besetzt.
wie immer mit seinem Freund Kevin James, der mit dem er anscheinend gar nichts mehr machen ist kann. Ist Kevin James der aus King of Queens? Ja, genau. Den mag ich irgendwie. Ja, King of Queens war auch schön. Kevin James ist auch schön, aber Adam Sandler nicht. Und alles, was Adam Sandler macht, ist scheiße. Und denn, selbst der Trailer war ziemlich scheiße. Ja, ich muss sagen, ja. Es gibt. Ich sage nur Jack und Jill. Nee, nicht Jack und Jill. Doch, Jack und Jill. Die man sich schon angucken kann. Also, die sind jetzt nicht gut, aber die sind so, ja. Ja, früher hat er gute Filme gemacht. Die Wutprobe. Oder. Ich warte mal, wie heißt es hier? 50 Erste Date. Heißt nochmal dieser Film, den ich letztens mit dem gesehen habe. So ein echt Film. Keine Ahnung. Aber nee, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, der. Hier der mit der Fernbedienung. Ach, Klick. Hier, oder Klick, so, ne? Klick. Ich weiß nicht. Ich fand ihn okay. Irgendwie, weil. Obwohl er am Ende so ein bisschen für Adam Sandler viel zu ernst wurde. Irgendwie so richtig so. Hör auf, deep messages verbreitet. Ach, egal, naja. Wie kann man denn so einen Film bitte deep machen? Ja, wenn ich. Warte, okay, ich spoiler ihn, wenn keiner was dagegen hat. Ja, kannst du. Major Spoiler! Also er kriegt halt diese Fernbedienung und so, ne? So, und er ist halt so voll gestresst und voll unzufrieden mit seinem Leben und dieser Fernbedienung kann halt zurückspulen, vorspulen, Zeitanhalt, bla bla. Hört sich an wie Bruce Allmächtig. So, gut. Und dann stellt sich aber raus, er hat dann so einige nervige Momente, zum Beispiel Streitereien mit seiner Frau oder so, übersprungen. Und dann stellt sich aber raus, dass die Fernbedienung so sich auf seine Bedürfnisse anpasst und dann auch anfängt, Sachen selber zu machen. Dann überspringt die halt automatisch immer jeden Streit und jeden Shit und bla bla bla. Und irgendwann überspringt er halt, also will der halt befördert werden. Und dann will der halt die Zeit bis zur Beförderung überspringen. So, und dann macht er das und dann wird aber halt nochmal befördert und die Zeit bis dahin wird auch übersprungen und dann wird so sein ganzes Leben so rauscht an mir vorbei und alles geht im Arsch und seine Frau verlässt ihn, bla bla bla. Und am Ende merkt er so, nein, ich hätte niemals überspringen sollen und bla bla, hätte die Fernbedienung niemals benutzen sollen. Und dann ist er so voll unzufrieden und stirbt aber beim Versuch, irgendwie mit seiner Tochter und seinem Sohn noch möglichst viel Zeit irgendwie so zu verbringen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay, ja. Lass uns möglichst viel Zeit verbringen, rutscht auf so eine Seife auf und bricht so instant das Genick oder so. Ja, nee, er war halt dann schon alt, weil halt sein Leben quasi so. Das klang halt so gut von der Formulierung. Dann drückt er die Zeit. Und am Ende natürlich klischeehaft ist er wieder zurück, weil die Fernbedienung hatte er nicht. Das war nämlich der Clou. Der Typ, der dem die gegeben hat, war nämlich der Tod. Und dann war der Tod aber nett und hat gesagt, komm, kannst du doch mal von Anfang an anfangen, ne? Oh Mann. So. Und dann war Happy End. Ach, der Tod war nett. Aha. Scheiße. Also, ich fand den Film irgendwie ganz okay, aber. Der Tod ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ist echt so. Nein, der Tod arbeitet in einem Tech-Store und dieser Tech-Store, da gibt es eine Abteilung, die heißt Beyond. Oh Mann. Ja. Und da in der Abteilung arbeitet der und dann am Ende, wo er dem die Fernbedienung dann überreicht, ist nämlich die Abteilung Way Beyond. Ja. Oh Mann. Also noch weiter. Kannst du dir vorstellen, wie er dann immer da vorbeischaut, so den Tod, wenn er so ein Bier trinkt oder keine Ahnung. Naja. Ey, so war das auch. Die sind da rumgelaufen so. Ich habe mich fast wie ein bisschen hier mit dem, wie heißt der, die klassische Geschichte, das Weihnachtsmärchen da mit Ebenezer Scrooge, wo der andere Typ mit dem rumläuft und dann so sagt so, guck mal, das hast du schlecht gemacht im Leben und das, genauso war das dann irgendwann. Ja, schau mal da. Let's point out all your flaws. Go. Naja, genug von Adam Sandler. Ich will nicht mehr über Adam Sandler reden. Ja. Busch. Ich wollte ihn nämlich eigentlich über den Kaufhauskopf kurz noch reden. Über den Kaufhauskopf habe ich letztens bei Prime Instant Video, weil ich echt langweilig war, gesehen. Kaufhauskopf. Und da gibt es eine Szene, die einfach ultimativ geil ist, wo ich diesen Typ immer lieben werde, weil es eher meint, so voll auf Agent zu machen, weil dieses Kaufhaus also überfallen will. Und dann slidet er so über den Boden, aber weil er so fett ist, slidet er nicht hinter die Deckung, sondern bleibt so auf halber Strecke liegen und dann wabbelt er so da rum, auf dem Boden liegend. Ja, die Szene kenn ich und in der Zoo-Wärter gibt es so eine Szene, wo er so meint... Die Szene wurde so ausgelutscht auch schon in der Werbung. Ja, ja, die ist... Angriffsstellung. Ist die Szene. Und dann setzt er sich so hin, fett. So ein Frosch. Ja, genau. Nee, es ist aber irgendwie echt witzig.